Ich kann jetzt eure Namen gar nicht genau sagen, aber ihr sitzt hier im Kuppelsaal vom VHS-Tag und wartet auf den Bundespräsidenten, nehme ich an. Ja, also wir freuen uns, dass wir hier sein können, dürfen, sind ja jetzt auch schon ein bisschen da und nutzen die Zeit eben des Wartens, um uns auszutauschen, genau. Wir sind von der Volkshochschule Potsdam-Mittelmark und er ist ein Berliner Kollege und ja, wir finden das hier super spannend und interessant und gucken, so viel wie möglich auch mitnehmen zu können für unsere tägliche Arbeit. Und darf ich du sagen? Passt. In welches nachher? Oh, so weit bin ich noch gar nicht gekommen. Die Zeit war einfach ausgefüllt. Ganz spontan dann. Mit vielen freundlichen Kontakten, einer netten Atmosphäre und sehr anregenden Gesprächen erstmal. Prima. Und was erwartet ihr von dem Tag, sagen wir mal, heute und morgen? Und vielleicht auch vom Fest? Oh, Input einfach. Also ich freue mich zum Beispiel die Smart City von den Wiener Kollegen. Das möchte ich mir gerne anschauen und ja, Austausch, Input. Mal schauen, wie die Volkshochschulen noch besser die digitale Teilhabe realisieren können, weil wir ja da auch noch ein bisschen was aufzuholen haben. Ja. Und wir hatten vorhin das Stichwort machen. Was machst du dann, wenn ich du sagen darf, was machst du dann am Montag, um das auch umzusetzen? Ich arbeite erstmal alles auf. Das Gehörte und das Gesehene, das Gelesene und schaue, wie ich das bei uns in Reinickendorf umsetzen kann. Genau. Du vielleicht eine konkrete Projektidee, die zu tun hat mit digitaler Teilhabe, die du erzählen könntest? Ja, nee, ich bin noch ganz neu in der Volkshochschule und wir arbeiten jetzt erstmal alles auf und gerade so Internet und Facebook oder Newsletter, das ist so das, was mich heute hier interessiert. Wie können wir noch stärker nach außen gehen, auch die jüngeren Leute erreichen und mit modernen Medien einfach agieren? Vielen Dank. Gut, war der Ton besser?